Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute in LS17 auf der Mining Construction Map zusammen mit dem McManus. Guten Tag. Und dem Friesi. Hallo. So. Friesi? Ja. Komm mal raus. Nee, ja, warum? Halt mal ein und komm mal raus. Ich mal von den LKW. Hier so für mich. Da vorne an die LKW-Tür, an die Fahrertür. Stell dich doch mal bitte an die Fahrertür. Mann, kann nicht so schwer sein. Lächeln. Sehr schön. So. hier kann auch noch Wasser rein, ja, übrigens, falls du noch vor, was über hast. Ich hab hier nur 75.000 Liter. 381 Gold, jetzt hat's aber mal kurz geruckt, oder? Ja, wir haben ja auch vorgespult, ne? Ja, ja. Kennen wir aber auch nichts, ne? Nee. So, und dann warte mal, nehme ich mal mein Köfferchen und zieh mal los, oder? Hä? Wo ist denn hier unser, wo ist unser Auto eigentlich? Hab ich verkauft. Weiß ich gar nicht. So. Geh mal eine Runde Gold verkaufen. Mach das mal. Will ja langsam mal zu was kommen. Was hältst du vom Deutschlandspiel? Ich bin enttäuscht. Oh, jetzt muss aber aufpassen, weil die Folge hier kommt Samstag und Deutschland spielt am Samstag wieder. Ja. Weißt du? Also wir reden vom Auftaktspiel für Deutschland, genau. Vom allerersten Spiel gegen Mexiko. Jetzt. Ja. Na, es geht jetzt um das Mexiko-Spiel. Ich war enttäuscht, um ehrlich zu sein. Habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Aber wieder eine schöne Band als Mannschaft, ey. Ja, echt so. Ich hoffe, dass nächste Samstag aber was wird. Also diesen Samstag. Wenn die Samstag nochmal verreisen, hat sich. Ja, dann hat sich's wirklich. Da kannst du auch zu. Also heute quasi. Kannst du einpacken. Ja, weil, wer hat heute gespielt? Schweden, ne? Nee, Schweden. Wer ist in unserer Gruppe noch? Schweden. Wir müssen, Schweden muss, wenn Schweden schon unentschieden macht, haben wir ein Problem. Ja. Dann haben die schon 3 Punkte. Ja, dann müssen. Naja, es kommt drauf an, es ist alles offen. Problem ist aber, das heutige Spiel Schweden gegen hätte unentschieden ausgehen müssen, das wäre besser für uns gewesen. Was hat Schweden denn gemacht? 1-0 gegen Südkorea, ja. Ja, genau. Ach. Aber guck mal, Brasilien hat gegen die Schweiz gespielt. Ja. Schweiz ist, glaube ich, also meiner Meinung nach die schlechteste Mannschaft im ganzen Turnier. 1-1. Ja. Ja, also die ganzen großen zeigen nicht wirklich viel, ne? Nee. Bis jetzt. Tunesien, aber England ist gerade am Spiel, also zum Aufnahmezeitpunkt 18.06.20:58 ist gerade Halbzeit. Da steht es gerade 1-1. Ja. Krass. Es kommt. Also wie gesagt, also auch Portugal, Spanien war wahrscheinlich das torreichste, beste Spiel zurzeit mit 3-3. Ja. Portugal 3 Tore, Spanien 3 Tore. Ich war ja überrascht von Russland, ne? 5-0? 5-0, war ich echt überrascht. Naja, gut, aber ich bin halt auch zu Hause. Ja, die ersten spielen die zu Hause und zweitens haben die Putin da sitzen, ne? Wenn die Scheiße spielen, kommt er dann mal runter von der Tribüne. Und dann gibt's für jeden erstmal so einen alten sowjetischen Fisch vor die Fresse geknallt. Ohne Scheiße. Hier so quatscht so eine Forelle ins Gesicht. Dann geht's so, Mann, Freunde, als der Wodka für alle. Und jetzt reißt euch zusammen. Quatsch, die Forelle in die Fresse. Quatsch, du auch doch, wo ist dieser Dorbach? Ja. War nicht schlecht, oder? Ja. Wenn ihr nicht gewinnt, ihr könnt alle Russland verlassen. Wir alle losrennen, ins eigene Tor reinballern. War es natürlich nur. Ja, ich finde es super mit der Russland-WM und alles. Also, wir haben eigentlich saugute Chancen, aber nicht mit der Band, mit der wir spielen. Aber da sind ja gehen ja die Geister auseinander. Ja. Es ist. Ich verstehe aber. Dieses Gestolper im Strafraum.
Dieses Gestolper in der Abwehr, das ist eine Katastrophe, das kann sich keiner angucken. Aber da muss man ganz vorsichtig sein, was man sagt. Ne, das ist wie mit der Feuerwehr. Naja. Da muss man ganz vorsichtig sein, was man sagt, weil da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen. Und da wird man direkt gesteinigt und geköpft. Ich meine, die haben in dem Spiel ja auch ein paar Mal bewiesen, dass sie es eigentlich drauf haben. Aber die sind nicht dran geblieben. Ich überlege die ganze Zeit, wie der eine heißt. Draxler, der Draxler. Ne, Draxler. Der Draxler. Ja, genau, der Draxler. Draxler? Ja. Draxler. Ist der so? Ich habe keine Ahnung. Der Draxler. Der Müller hatte, glaube ich, auch mal einen guten Torschuss versucht. Aber Draxler zum Beispiel, das ist einer, was soll denn der dort? Was soll denn der bei der WM? Es ist einer, mit dem ich bin schon nie warm geworden, ne? Ach der. Also mit dem, ich mag den auch nicht irgendwie, keine Ahnung. Und der nimmt das komplette Tempo aus dem Spiel. Findest du? Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Also ist ja nur meine Meinung, ne? Ich weiß, jeder anders, blablabla. Ah. Aber der nimmt das, oh nee. Und dann Reus kam viel zu spät, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann wurde Reus eingewechselt. Ich glaube, der war da erst paar 80. Minute oder so. Wann haben sie den einen eingewechselt hier? Nicht Reus, den Gomez. Haben sie den überhaupt eingewechselt? Ah. Ganz zum Schluss, glaube ich, ne? Die letzten 10 Minuten oder sowas. War der das? Ah, ich tue mir echt leid, Leute. Ich habe mich da echt mit den Namen. Ich kenne die da alle nicht. Ich kenne nur Podolski, den mag ich. Ja, ich bitte nicht mit, du. Naja, ich weiß. Das ist doch. Das ist ja auch das Problem. Der hat damals, wo die WM in Deutschland war, da hat der gezeigt, was der Junge kann. Ne? Ich feiere den auch schon, seitdem er da bei Köln ist, aber... Das war 2006. Ja, aber da war das Team perfekt. Da hast du das gesehen, da war ein Traum, ja. Da war das Deutschland-Feeling. Danach ist Team war, das Team war 2014, war das Team perfekt. Ja, gut, da war das richtig gut. Da haben wir auch geholt, aber... Ja, aber da haben sie auch gut gespielt, da war alles gut. Also da war alles easy und chillig. Ist so. Jetzt ist, das ist irgendwie, keine Ahnung, da fehlt was. Da fehlt wirklich was, ja. Ich habe das Spiel... Die stolpern da rum, da kommen ein paar Fehlpässe, da wird gespielt, wie wenn sie 3-0 führen. Und da geht's hier mal ein bisschen und da mal. Und dann laufen sie über die Flanken vor. Ja, in der Mitte steht aber keiner. Ja. Außer 10 Mexikaner. Weißt du, wie und alles und... Oh. Ich meine, klar waren gute Dinge dabei, ohne Frage. Ich sag mal, der Freistoß war super, ne? Ja, gut, ja. Der geschossene Freistoß, also der war richtig gut. Der hätte eigentlich, wäre der drin gewesen. Wie den der mexikanische Torwart rausgeholt hat, das war sensationell gehalten. Also sensationell gehalten. Und, naja, pipapo, ne? Guck bei Cristiano Ronaldo, der schießt auf den Tormann. Tormann lässt abprallen und der Ball rollt ins Tor. Klappt halt nur bei Portugal und bei CR7. Aber wie gesagt, also es hat einfach zu viel gefehlt. Da gehört einfach mehr dazu, wie so einmal einen guten Freistoß. Also die müssen sich jetzt echt richtig am Riemen reißen. Und ich glaube, der Yogi zeigt ihnen jetzt mal den Löw. Das glaube ich auch. Ich glaube, der hat den Umkleider mal den Manus gemacht. Aber der wurde der Choleriker. Naja, ich glaube, der zeigt ihnen jetzt auch mal seinen Yogi mal bis zum Samstagsspiel halt. Ich hoffe es. Die haben ja auch jegliche Öffentlichkeit und Medien und alles ausgeschlossen jetzt, ne? Wie? Ja, bis Samstag. Also kein Kontakt mehr zu irgendwelchen Medien oder Berichte oder Journalisten oder was auch immer. Ist alles komplette Sperre. Die haben sich komplett abgeschottet jetzt. Ja, will ich hoffen. Ja, ne, anders wird es auch nichts. Jetzt nicht mal einen Einlauf kriegen. Aber ich habe denen auch nicht das 1-1 gegönnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir dann so gedacht, die müssen jetzt verlieren, sonst checken die das auch nicht. Weißt du? Was kannst du nicht sagen, ey. Ich hatte mich heute schon mit in unsere WhatsApp-Konferenz mit jemandem in die Köpfe, deswegen, ey. Die haben verdient verloren, ey. Ohne Mist. Die haben verdient verloren, ja, gut, und ich habe denen das 1-1 auch nicht gegönnt. Weil die müssen mal richtig wachgerüttelt werden, die Jungs. Weil es bringt ja nichts, so ein Rumgestammel dann da zu machen und alles und dann trotzdem noch einen Punkt zu holen oder vielleicht noch in Führung zu gehen kurz vor Schluss. Das wäre alles kacke gewesen. Ja, in Führung gehen und gewinnen wäre nicht kacke gewesen, aber. Ja. Trotzdem. Ah, ich hoffe, der macht die jetzt fit, der Jogi. Der macht halt auch. Das ist eigentlich ein sehr guter Motivator. Finde ich auch, also. Kann er eigentlich. Jogi Stärke.
Aber was willst du machen? Seit nach der heutigen Diskussion, die ich hatte bei WhatsApp, müssen wir Russland fertig machen, ey. Aber ich muss noch ein was dazu sagen. Leute, wir sind die absoluten Fußball-Noobs. Ach so, ja, genau. Wir schauen nur die EM und, also ich zumindest schaue nur die EM, WM. Ich gucke keine Bundesliga, ich gucke sonst keinen Fußball. Keine Champions League, kein DFB-Pokal, gar nichts. Und von daher, nehmt uns bitte nicht übel, wenn wir eigentlich gar keinen Plan haben. Genau. Aber trotzdem halten, mitreden wie die ganz Großen. Zur EM ist das so, zur EM darf er das, zur EM darf jeder mitreden. Ne? Oh, Scheiß. Das ist einfach so. Und da kennt sich auch jeder aus, inklusive uns. Also, immer chillen, ne? Aber schreibt gerne mal euren, ich meine, klar, es ist jetzt Samstag, heute spielt die deutsche Mannschaft wieder. Schreibt mal in die Kommentare euren Tipp, wie die heute spielen. Oh ja, genau, das wäre mal, eine Idee. Weißt du, was wir machen müssen? Sollten die wirklich weiterkommen, ne? Und es geht nachher, was kommt zuerst? Achtelfinale, oder? Sollten die ins Achtelfinale kommen, müssen wir uns mal irgendwas einfallen lassen für die Folgen da. Ja. Weißt du was? Ich hab hier noch 35 CD-Keys. Die können wir noch verlosen für den richtigen Tipp unter den Zuschauern. Aha. Bist du dabei? Bin ich dabei. Kannst du mal bitte den Cat rausfahren? Warum? Weil ich muss dich mit dem Bagger anschubsen, der kommt nicht raus. Kino. Arbeite ich nicht so. Ein bisschen so. Hertha. Warte. Geht's? Fahr mal. Egal, nicht. Ja. Am besten du holst mal hier den Schieber und schiebst das hier mal alles weg. Das wäre eine Idee. Hab mir auch schon überlegt. Das ist eigentlich meine Idee. So. Ja, ist klar. Warum unbedingt einen neuen Fernseher, ey? Mich stinkt das übelst an, ey. Echt jetzt? Ja. Wird auch wieder einen Fernseher. Ja, statt das Ding gleich ganz wegfährt. Doch, ich brauche einen neuen Fernseher. Unser ist übel klein, ey. Wir sitzen halt viel zu weit weg. Und unsere soll halt ein Schlafzimmer. Und mich kotzt das übelst an, dass wir im Schlafzimmer keinen Fernseher mehr haben. Und ein Kumpel von mir hat sich dreisterweise, ich habe vorhin mal, also habe vorhin zufällig Kollege getroffen auf der Heimfahrt, habe kurz angehalten, haben gequatscht und der hat so einen größeren Jeep. Macht so in den, und sagt so, ey, soll ich was zeigen? Und macht so in den Kofferraum auf. Gönnt der, hat er sich einen 65 Zoll gegönnt von Philips, Alter. Das ist schon ernst. Ich sag, den kannst du gleich reintun hier. Ja. 65 Zoll Philips, 6500er Serie. Vielleicht kennt sich ja einer aus mit Fernsehen, ich leider nicht. Ja, hat er bezahlt 1300 Euro, wäre ein super Preis gewesen. Für 65 Zoll. Ha? Für 1300? Ja. Für 1300 kriegst du die neue CPU und eine neue Grafikkarte, 1080 Ti, Alter. Oder ein 65 Zoll. Oder das. So, Kohle. Kohle. So, das einmal hier rein, dann brauchen wir mal unsere Planierraube. Wo ist die denn überhaupt? Oh, jetzt wird's wieder laut. Alter, ist das Ding laut. Ich bin die ganze Zeit in den Gedanken bei The Crew 2, ne? Ich die ganze Echt? Zeit, ja, ich will die ganze Zeit mit dem BMW motzen, ey. Du wirst so versohlt werden von uns. Das würde ich, glaube ich, fast auch, aber ich werde unfair spielen und euch wegrammen. Unglaublich. Absolut unglaublich. Was wisst ihr für ein BMW auf Motzen? Ja, ich weiß ja noch nicht. Ich weiß nicht, welche da alles gibt.
Alle. Gehen wir davon aus, es gibt alle. Welchen willst du nehmen? Ich glaube, dann nehme ich den. Gibt es da auch den Jeep, den X5? Das wäre geil. Ein X5. Ja, ist doch der Jeep, oder? Oder war es der ja. X6? Ja, X6 ist auch ein Jeep, nur ein größerer wie der X5. Ja, nee, aber ich finde den X5 schöner von hinten, ey. Alter Vater, ey. Oder der M3. Oh, da gibt es schnellere BMWs wie den M3. Ja, ich weiß, aber die sehen halt nicht so schön aus. Doch, wie heißt nochmal der BMW? Ah, das weiß ich jetzt gerade nicht. Der sieht, der ist vorne so schmal und hinten wird er richtig breit. Warte mal ganz kurz. Ich hab keine Ahnung. Ja, warte ganz kurz. Das google ich noch schnell, bevor die Folge Ende ist. BMW. Warte. Ich glaube, das ist der 8er. Ja, der 8er, Alter. Boah. Ja, der 8er ist uralt. Den bauen sie nicht mehr. Echt nicht? Nein. Meinst du den i8? Nee, der 8er. 8er Coupé. Den fand ich geil, ey. Den gibt es nur alt. Echt jetzt? Ja. Was sind denn die neuen? Der 8er wird nicht gebaut. Ja, aber was sind denn dann die neuen? Also, was ist jetzt gerade bei BMW neu? Ja, alle Modelle. 5er, 3er, 1er, X-Modelle und so weiter und so fort. Kommt okay. Da ständig irgendein neuer raus. Warum werden die 8er nicht mehr gebaut? Weil es nie einen neuen 8er gab. Und immer Sima jetzt das Topmodell halt war. Achso. Ich hab nie einen neuen 8er BMW, den gab's nur damals halt mal. War der mit den Lichtern, also der diese Aufklapplichter hat. Meinst du auch den oder? Nee. Ja, dann meinst du nicht den 8er. Doch, den 8er Coupé. Muss mir gleich mal ein Bild schicken. Ich schick dir nachher mal. Oder die Seite oder was? Ja. Gut, aber wir sind erstmal fertig. Ja, gut, meine lieben Freunde. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was euer Lieblingsauto ist. Und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.